das besser mache, meine Freunde. Das nicht tue. Okay, das Wasser ist schon hier zu unserem besten Freund geworden in dem Spiel. Ein paar Mal schon drin gerettet. Und so ungefähr die Hälfte der gesamten Spielzeit waren wir jetzt im Wasser. Starke Leistung, Torben. Hier kommen wir nämlich auch nicht hoch. Alter, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin überfordert, Leute. Wie sollen wir da hochkommen? Hungry, 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 ja. So, hier gammeln ein paar Steine ab. Toll. Ein ganzer Baum. Vielleicht komme ich hier irgendwo hoch. Ich konnte mich gerade auch so komisch in die Ecke zwängen und dann kam ich hoch. Hier scheine ich tatsächlich. Okay, hier habe ich eine Megastelle gefunden. Hier wohne ich. Hier werde ich wohnen. Komm her, Baum. Ich werde in der nächsten Nacht gammeln die Penner sowieso schon wieder bei mir ab, obwohl die mich hier eigentlich gar nicht finden können. So, die Baumstämme kommen alle schön hier runter. Oha, das war ja eine richtige Kanone. Gut, ich würde sagen, wir bauen das am besten hier, oder? Nee, 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 machen wir nicht. Wir bauen das am besten nicht hier in der Kuhle, dann bauen wir hier eine Mauer vor. Nee, machen wir nicht. Wir bauen das hier. Ist schon eine gute Idee. Ach, das fängt schon wieder an zu gewittern. Was ist denn das hier? Kein Feuer. Ein Shelter. Und zwar das kleine Schnuckelchen hier. Ein bisschen drehen und dann schön da hinten hinsetzen. So, ich brauche noch 6 Stöcker und 8 Holzstämme. Können wir erstmal wieder ein paar Steine grabben. Da haben wir hier unten ja ein paar. Da ist auch ein kleines Bötchen, da habe ich noch gar nicht gesehen. Ne, ne, mit der Stelle bin ich hier noch zufriedener. Weil von den beiden Seiten kann nichts kommen. Der einzige Weg, dass hier was hinkommt, ist von hier. Das lässt sich zumachen. Das lässt sich zumachen, meine Freunde. Ich glaube, mit hier an die, in dieser Stelle können wir ziemlich lange überlegen, wenn wir uns geschickt anstellen. Und außerdem wissen die kleinen Spacken nicht, dass wir hier sind. So, einen Holzstamm brauche ich noch und ganz viele Stöckers. Ich kann aber auch schon mal das kleine Ding hier bauen, das Feuer. Wird sein, das kommt am besten. Nee, ich weiß von Gronkh, dass man die da reinlocken kann. Deswegen place ich das erstmal hier hin. Ich weiß, normalerweise wird man es da drunter machen, aber normalerweise wird man noch nicht von Ureinwohnern gefressen auf so einer Insel. Oder irre ich mich da, Leute? So, gib deine Stöcke und dein Blatt. Gib deine Stöcke und deine Blätter. Ganz viele Stöcker hier. Okay, ich muss erst wieder was essen. Okay,
Okay, die Stelle ist wesentlich besser. Da brauchen wir noch zwei Blätter für, aber die Stöcke hier können wir schon mal wegmachen. Dann holen wir uns noch eben zwei Blätter und dann müssen wir echt was essen. Sonst geht es uns nicht mehr so toll. Unser Magen, der hängt jetzt schon in den Knien. So, pass auf. War nur zwei Blätter. Hier kriege ich Blätter, ja. Gut. Die habe ich voll. Ja, hier kann man gut bauen. Hier oben räume ich dann alles frei, dann baue ich hier einfach eine Mauer mit einer Tür und vor die Tür setze ich ein Feuer, das zünde ich dann abends an. Oh Leute, hier können wir überleben. Jetzt haben wir auch schon richtig viel Rüstung, also einigermaßen. Da das der gelbe Balken unten. So, hier brauchen wir noch vier Baumstämme. Okay, das lässt sich noch machen, hoffe ich mal, damit wir hier speichern können. Weil den ganzen Weg will ich nicht nochmal schwimmen. Komm, gib mir das. Diesen schönen Lego an hier. Danke. So, hier muss ich sowieso alles freiräumen, aber der wird mir wahrscheinlich nur Stöcker geben, so wie ich das Spiel kenne. Deswegen erstmal der Dicke. Ich könnte auch mal eine bessere Axt gebrauchen. Vielleicht, eigentlich hätte ich eine Idee. Was cool wäre, wenn das funktionieren würde. Der Baum sieht ziemlich komisch aus, aber die Äste fallen genau da unten vor. Das ist gut. Kann ich bitte? Danke. So, jetzt haben wir das Zelt dann auch fertig, wenn die Äste da unten schön liegen, die Baumstämme, nicht die Äste. Ich hoffe doch mal, dass die hier runtergeflattert sind. Genau, da liegt einer direkt auf unserem Feuer. Und da liegt der zweite auch schon perfekt. Ist doch gut. Dann komm mal her. Und du auch noch. So, und jetzt erstmal schlafen. Oh Gott. Wir haben ein bisschen in die tiefe Nacht geschlafen. Wander mal kurz. In der Zeit können wir uns hier mal hier das schmucke Boot angucken. Vielen Dank, dass da keine Sachen drin sind. Aber es scheint kein Ureinwohner da zu sein, oder? Das da oben, das helle, ist doch wohl der Mond, hoffe ich, was da durch die Blätter scheint. Und keine Lampe. Nee, ist der Mond. Okay. Der Mond scheint hier immer schön auf unserem See. Auf unseren See, auf das Meer. Vor unserer kleinen idyllischen
Wohnung hier. Noch ist alles in Ordnung, Leute. Alles cool. Komm, lass mich doch einfach durchpennen, bis die Sonne scheint. Die Sonne geht auf. Jetzt gut, dann wird einmal überprüft, dass hier kein Penner irgendwo wartet auf uns. Penner ist übrigens mein neues Lieblingswort für die. Warum ist mein Schatten rot? Deswegen meine Axt. Nein. Geht die Sonne müsste doch da aufgehen. Da geht die da auf. Warum habe ich da einen roten Schatten an dem Felsen? Verstehe ich nicht. Das Meer sieht schön gelb aus. Wir genießen jetzt hier den Sonnenuntergang, Leute. Da kommen die Sonnenstrahlen durch. Gut, jetzt ist keine Zeit mehr für genießen. Jetzt müssen wir unsere Verteidigung bauen. Hallo Sonne, anscheinend kommst du auch da unten durch. Aber es freut mich ja, dich zu sehen. So. Passt auf, was ich jetzt nämlich vorhab, ist. Custom Buildings ist wo? Da. Wall with Window. Ne, Moment. Erstmal eine Wall with Door. Kommt genau hier hin. So, perfekt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob man da hinterher noch durch kann. Jetzt kommt hier eine Defensive Wall hin. Oder Defense Wall heißt die, glaube ich, ne? Ne, Defensive Wall. Tatsache. Da muss ich das hier mal versuchen ein bisschen zu drehen. So. Ja, so ist es, glaube ich, ganz gut. Und dann noch mal eine da dran. So. So müsste es erstmal Ureinwohner sicher sein. Jetzt brauche ich Holz. Wo ist der Baum hier? Bei mir ist es gerade so dunkel, ich sehe den nicht. Also vor allem, weil bei mir die Sonne noch durch mein Fenster entgegenscheint. Mein Bildschirm ist gerade nämlich nicht so geil für so ein dunkles Spiel. Wegen meinem Fenster. Nächstes Mal werde ich die Rolle zumachen. Na, jetzt wird wieder die Rakete abgefeuert. Aber gut, alles in meine Richtung. Okay, nur noch einen Baumstamm brauche ich für die Wand mit der Tür. Das Wichtigste erstmal.
Oh, jetzt wird eine Rakete abgefeuert, ich sag's dir. Komm runter. Da richtig Slow Motion fällt er runter. Komm her. Ich brauche jeden von euch. Bleib stehen. Okay, die Wand mit der Tür haben wir schon mal. Das ist gut, Leute. Also bitte bleib stehen. Habe ich dich, ne? Gut. Wenn ich dann noch die Defensive Wall dazu mache, sollten wir erstmal vor den Spacken sicher sein. Dann werde ich dahinter ja noch ein Feuer legen, damit die auch schöner durchrennen, wenn die zu mir wollen. Ey, warum in die Richtung, Kollege? Alter, diese Baumstämme, die sehen so heftig aus. Wenn die umkippen. Ich glaube, das macht Sinn, erstmal oben zuzubauen, hier in so einer kleinen Enge, als unten mir um mein Zelt was zu bauen. Also jetzt wirklich ernst gemeint. Na. Wo ist der andere Baumstamm? Anderer Baumstamm? Ich weiß, dass hier gerade noch ein Baumstamm war. Naja, egal, der ist jetzt weg. Wir müssen weitermachen. Haben keine Zeit für Pausen. Die Wand steht auch. Jetzt bauen wir hier erstmal ein Feuer. Ich weiß nur nicht, ob man Feuer ausmachen kann, Leute. Das ist so eine Sache, ne? Hier, ich will mir mal so ein Ding bauen hier vor. Da so ein Fisch. Am besten schön hier, damit die sich auch gar nicht versuchen, da durchzubaggen. Wenn ich das anzünde. Perfekt. So, dann hier noch ein Feuer. Wir müssen dann halt immer für einen Notausgang sorgen. Ich nur noch Blätter. Das sollte machbar sein. Mal weitermachen hier. Auch Blätter, Kollege. Gut, Blätter habe ich. Hier sieht es echt gut aus mit den Überlebenschancen. So, aber jetzt können wir es immer anmachen.